Hey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt, ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ewa und ab die Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurve mit dem beschissensten Podcast. Oh, 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 wie hat eine Melodie? Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwitsch euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin! Ich habe Termin, Brüder, ciao, ciao! Ach, jetzt verstehe ich es, jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder! Das jetzt geht's schön! Kurz und bündig, motherfucking Postcard. Das ist kurz und bündig, Mark. Mark! Wir haben, glaube ich, noch nie so früh am Morgen aufgenommen, oder? Mhm. Sind ihr auch Kaffee im Bild? Hey! Schönen guten Morgen! Was geht, was geht? Alle die, wo das los ist, Kaffee unterwegs, im Büro, die Heime, beim Betrügen, beim Schwarzschaffen, wo immer, jetzt einen Kaffee sich gönnt. Ich bin mit euch, zum Wohl. Let's fucking go! Es ist, für alle, die es interessiert, es ist Viertel vor 10 Uhr am Morgen, ist es vielleicht doch nicht so früh wie. Aber es ist eigentlich sehr früh zum Comedy machen. Es ist. Es kann auch morgen um 6 Uhr sein oder morgen 7 Uhr. Es ist in der Schweiz nicht spät zum Comedy machen, weil die Konkurrenz nicht so groß ist. Scheiß auf Comedy, es. Halbe 10 Uhr am Morgen. Gespräch für. Und jetzt lachen, Comedy muss nicht sein, oder kann auch sein, ich hoffe. Muss nicht sein. Kann auch sein, ich hoffe es, aber nicht Messlatte so hochstecken. Ich habe noch nie mit dir privat, außer wir sind am nächsten Morgen irgendwie gerade Musnüchter von Ajax oder so. Also ich noch nie morgen um 12:30 dann ein Lach brauchen und 1 Stunde, 2 Stunden reden. Das stimmt. Also will ich einfach nicht so. Der Frühaufsteher bist. Ja, genau. Du bist du bist wach und keine Ahnung, Achtung! Gerade auf der Position. Bei mir ist das Problem einfach das, Bro. Ich habe ja den Woody. Fair. Und ich habe schon Glück, weil es gibt andere Hunde, Bro, die stehen um 7 Uhr auf am Morgen. Und wie macht der es eigentlich? Und wenn du nicht aufstehst um 7 Uhr am Morgen, dann pisst er dir die Küche. Ey, so geil. Also es gibt so Hunde. Ja. Yeah. Aber ich sage jetzt mal so, durch Stromschläge und andere Mittel ist der Woody nicht so. Spass. Was war das für ein fake-ass Bitch-Lachen, Alter? Ja, normal, wie dumm. Bro, der Woody steht nicht vor der 9 Uhr auf. Also ich sage dir, wenn ich muss aus dem Haus gehen, es ist ein Kampf. Ich verstehe absolut. Es ist ein Kampf, Bro. Und der Hund ist ja knapp 6 Kilo schwer. Ich stelle mir so vor, du bist ihn am Morgen im ÖV, im Rucksack, er sieht so richtig Haare, weißt du, so links, rechts, er so dort. Ich nehme ihn so fest. Bro, das ist eben wirklich das. Wenn ich am Morgen rausgehe mit ihm, ich merke an seiner Art so. Töbe, man merkt, wenn wir dann reden, wenn wir das sagen am Morgen. Checkst du? Ja, fix. Aber ja, Bro, wir gehen dann, also mein Tagesablauf mit dem Woody sieht immer so aus. Viertel vor 9 Uhr, nein, halbe 9 Uhr spätestens wache ich auf und denke mir so, wieso lebe ich, wie ich lebe. Geil. Oder? Ja. Nachher gibt es erstmal erstmal direkt aufstehen und ich muss dir sagen, ich bin einer von diesen Menschen, ich bin leider. Was ist das Erste, was du machst, wenn du aufwachst? Augen gehen auf. Erste, was du machst. Ja, Bro, das haben wir schon mal gehabt. Handy führen. Dankeschön. Du sag einfach Handy führen, Bro. Du musst keine Philosophie machen. Ja, das. Okay. Handy führen. Genau, ich bin auch leider einer von diesen Menschen. So. Yeah. Also gut, nachher stehe ich auf, tue ich Gesicht waschen. Alle die es nicht machen, nur kurz, ich habe. Ich habe es mal im ehemaligen Geschäft platziert, ich habe schon mal in einem Volk gesagt. In einem Volk? Nein, es gibt schon Leute, die nicht nur nicht Gesicht waschen am Morgen, sondern dich verwundert anschauen, wie du es machst. Alle die, die nicht machen, man sieht an deinem Gesicht, dass du nicht gemacht hast. Und an deiner Art, wie du dich benimmst. Ja, sorry. Dankeschön. Aber ich kann dich auch wieder, also du kannst nachher deinen Tagesablauf. Ja, mindestens. Und nachher, Bro, stehe ich auf und eigentlich, ich tue nicht immer Gesicht waschen, weil am kann ich auch direkt duschen. Yeah. Also ich dusche jeden Tag. Und wenn ich dann duschen gehe,
Das ist etwas, was viele nicht checken. Also du bist auch morgen Duscher? Ja, King, genau. King, oder? King, King bester. Was viele nicht checken, ist erstmal, wasch deine Ohren. Ja. Das wollte ich wirklich sagen, Bro, das machen so viele Leute nicht. Wasch deine Ohren, Bruder. Und ich meine, oben, hinten, unten, wasch sie. Und sonst, jetzt, wenn du das jetzt gerade los ist, ich bitte dich, nimm den Finger, strich es mal so oben an deinem Ohr an und schmeck dran. Ja, yeah, und du schluck einfach deine AirPods an, Mann. Du yeah. Schamlos. Genau. Und wenn es nicht gut schmeckt, Bruder, wasch deine Ohren, Bro. Aber ja, ich bin ein Verfechter von in der Dusche Zähne putzen. Das finde ich krass. Das habe ich, glaube ich, im Leben zweimal gemacht. Es ist das Beste. Also Zähne sparen mag es, ja. Es ist das Beste. Ich habe sogar eine Zahnbürste, meine ich. Oh, Scheiß. Ich habe eine Zahnbürste im Bad. So, ich habe so ein Fächli. So neben dem Rasierer. Ja, genau. Ich habe Rasierer. Mega. Checks, Bruder. Wege, oh, wie genau. Das echt tönt für die Leute, die das lassen. Einer soll sich anfühlen. Okay. genau, ich habe eine Zahnbürste, ich habe Rasierer und ich habe wichtig. Etwas für den Kopf und etwas für den Körper. Was ich auch jahrelang Verfechter war bin von, yeah. Von Zähneis. Nein, Spaß. Weißt du, die Shampoo-Bottles? Ja, ja. Ganz schön. Es ist auch Zähneis das Beste. Ich finde nicht. Also, ich muss dir wieder sagen, das sage ich jetzt gern. Yeah. Das muss ich sagen. Ich komme, was ich will sagen, ist noch nicht das, was ich sage, aber Shampoos von diesen grossen Marken, das sind Scam. Du verlierst deine Haare nur noch mehr. Anscheinend. Ja, und deswegen bin ich, wenn es um Fechten geht, bin ich der Verfechter von... Wenn es um Fechten geht, bist du der Verfechter? Genau. Von Migros-Shampoo. Machen wir Werbung jetzt wieder? Deswegen sage ich, gib mir den Raum. Okay. Ich muss schnell, ich muss schnell. Gib dir den Raum, Bruder. Es gibt sonst keine andere Marke, wo ich weiss, so... Der Shampoo, ganz ehrlich, preiswert, schmeckt fein. Ich habe auf TikTok kein Video gesehen, wo sagt, dass einer von seinen Inhalten gefährlich sind. gutes Design, passt. Es ist so preiswert und so gut gewesen. Ich habe sogar in der Dusche ausgerechnet, was eine Dusche für mich kostet mit dem Shampoo. Überleg. Also, darf ich eine Frage? Redest du von einer eigenen Marke? Dusche. Ja, genau, sorry. Ja. Aber es ist ein Budget. Wer krank wäre, es ein Budget. Würdest du es kaufen? Safe. Krass, okay. Bro, also, letztes Mal bin ich. Sag jetzt mal, vor ein, zwei Monaten oder ein, zwei Wochen so bin ich in Neuwiese gewesen. Shoutout Neuwiese Migros. Shoutout Neuwiese, Bruder. Neuwiese Migros. Beste, Bro. Bro, es ist der beste Migros in der Schweiz. Der hat mir ein paar Mal über Krisen geholfen. Ja, der ist, für mich ist so wie erwachsene Fantasialand. Also, ich weiß nicht. Geil, Fantasialand, geil. Irgend so, du bist dort, Bro, und das haben weißt du, wie oft kann ich dir weg? Ey, wir müssen kochen. Ja. Was willst du? Kenn ich. Du, kenn ich. Und auch die Wege neben Freunde. Nachher einfach so, gehen wir mal in Migros und Wiesen und lassen uns einfach inspirieren. Der Bruder einfach ein Konzept von ich auf. Ja. Und mal lernen. Ja, er ist einfach, er weiß, dass ich bin Kapitalismus-Opfer. Ich gehe jetzt einfach in Migros und was mich nimmt, ich nehme es. Auf jeden Fall, wo bin ich? Mal fett ausgeholt. Ich war am Morgen Routine. Ja, genau. Shampoo, du liebst das Shampoo. Ja, genau. Aber meine Morgenroutine, ist mir so prägt mit so Ticks. Also Ticks einfach zum Beispiel grundsätzlich, ich habe Mühe oder nicht Mühe, aber ich trinke keinen Kaffee eigentlich vor der Zähne. Deswegen, das ist jetzt für mich eine mentale Überwindung. Wieso trinkst du keinen Kaffee vor der Zähne? Ey, wenn ich einen Kaffee trinke, vielleicht könnte das andere nachvollziehen, was so hört. Wenn ich einen Kaffee trinke, also ich liebe Kaffee trinken und ich mache es sehr gern, ich habe so Limite. Wo ich mir sage, 3 Kaffees am Tag. Mit der Wille habe ich es überdings, weil ich mache so den Morgen Kaffee am Morgen mit einem Extraschuss. Dann sind es eigentlich 4 Kaffee, scheißegal. Aber ich liebe es, meinen Kaffee trinken. Und wenn ich einen Kaffee trinke, dann verhebe die Wirkung, die ich von meinem Kaffee habe, 2 Stunden. Würdest du einen Kaffee als Lutscher, du NPC? Wenn ein Kaffee ein Mensch wäre, ja. Wenn ein Kaffee. Ja. Ein Tier wäre, ich würde es wie Pokémon jagen und mein Leben mit ihm verbringen. Geil. Wenn das ein Land wäre, ich würde Kurdistan darauf gründen. Geil. Und deswegen. Kannst du für immer nur sagen, wenn ich das. Ich weiß nicht, das ist ein Tick. deswegen, wenn ich. Schau jetzt, wenn ich am 9. Kaffee trinke, ja. Am 11. ist die Wirkung weg. Vom 11. bis 12. Letztes, was du wolltest, ist eine Stunde vor dem Mittag Krise schieben.
am Kämpfen. So. Und ich würde lieber am 10 trinken, später als die üblichen. Ich geniesse ihn. Er ist mich richtig gut am Pushen, er schmeckt fein. Ich bin nicht kurz vor dem Mittag am Kämpfen mit Schlaf. Und ich gehe am Mittag und das ist top. Wie viele Stunden pro Nacht schlafst du? Ey, letzte paar Tage nimmt es mich hure, weil ich, also ich freue mich ehrlich gesagt darüber, weil ich habe letzte nicht so viel gepennt. Es war immer so 6 Stunden oder so. Was nicht gut ist. Ja. Und deswegen letzte paar Nächte hat es mich genommen. Und mich freut es zum einen, dass ich länger kann schlafen kann, weil das ist eigentlich auch ein Zeichen von, eben so ein gutes Zeichen, dass es dir ein bisschen besser geht und dass du besser klarkommst. Und sonst, also heute möchte ich nicht sagen, heute ist kritisch. Aber. Dann bist du gepennt gestern? Ja, ins Bett. Ins Bett bin ich, sagen wir, um 2. Wieso? Ja, Bro, ich bin noch am Sachen machen gewesen. Mhm. Bro, ich habe ja noch, zum Beispiel für all die jetzt das hören, und ich sage, ey, wieso habe ich noch kein TikTok gesehen von der letzten Folge mit dem Jan und Shidi? Mhm. Das will ich einfach voll am Kämpfen bin momentan. Und gestern beim Folglosen hat es mich ein bisschen genommen, weißt du? Ich bin so Folglosen, ich habe am Zeit aufschreiben für TikTok, dass ich heute schicken, dass du vielleicht am Weekend, wenn du Zeit hast, das anschauen kannst. Dann hat es mich so genommen und ich bin am Schlafen, Bro, und ich bin zu Hause ins Bett gegangen. Und dann kennst du, wenn du so Knockout und bist am Schlafen. Mhm. Und das Letzte, was dir gut tut, ist einfach das. Fuck Mucke. Er war ein Flüge, Bro. Noch schlimmer. Er ist ein richtig resistenter, Bro. Richtiger Bastard. Ja, auf jeden Fall, Bro, in all den CEO, Young CEO, Ratgeber und How to Make Business und was. Du schlafst gut, gell? Es geht. Also ich schlafe, ich kann sehr phasenweise. So. Ich habe das Gefühl, du schlafst besser als sonst wirklich schon mal kennengelernt. Ja, also momentan ist bei mir halt der Fall, dass ich wirklich immer so morgen um 9 Uhr bis abends um 9 Uhr Termine habe. Oder ich habe Termin. Geil, jetzt weißt du, für deine Mutter ist einfach mit der Schwie weniger körperlich anstrengend. Einiges weniger körperlich anstrengend. Ja. Aber genau, momentan ist es einfach mental sehr auslastend, ja, für mich. Ja, so, weil, genau, ich, das soll ich dran wieder erzählen, es sind ja mehrere Sachen passiert, aber grundsätzlich so, ich drehe im November meinen Film und der Film wird ein Pilot. Jetzt für die, die nicht wissen, was ein Pilot ist, ich rede nicht von dem, wo damals in. Nein. Ich sage, nein, das ist kein früh. Pilot gewesen, Bro. Oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, gut, er ist. Sechs? Nein, weißt du was? Es ist morgen früh. Es ist easy. Ich habe heute am Nachmittag aufgenommen, ich hätte sogar noch Animation gemacht. Es ist 11 ab 9. Ah, oh, nein. Ah, egal, sorry. Krass. Dankeschön. Also, es lange. Okay, jetzt. Gut, ein Pilot. Yeah. Redet man davon, wenn du. Also, das kommt eigentlich so ein bisschen. Das Konzept kommt von den Staaten. Ja. Yeah. Weil in den Staaten werden zum Beispiel mir verkauft ein Konzept oder ein Drehbuch oder eine Idee an einem Sender. Oder man sagt, ich würde gerne eine Serie machen über zwei Männer, die. Kann ich. In Vegas ihr das ganze Geld verloren haben und geheiratet haben und jetzt müssen sie mit ihrer Familie klarkommen. Zum Beispiel, oder? Mhm. Und nachher sagen die meisten, sagen dann so, gut, entweder das ist eine coole Idee oder nicht. Oder, also es geht der Teufel aus, dass zum Beispiel, es gibt auch eine Liste von Drehbüchern, wo man sagt, die sind so gut, aber sie werden wahrscheinlich nicht gemacht. Ah, okay. Weil sie einfach, keine, weil das Konzept zu gross ist. Oder einfach, es passt nicht zu der Zeit momentan. Genau. Okay. Aber die meisten werden einfach entschieden in ja oder nein. Okay. Oder? Und das Ding ist, wenn es gemacht wird, dann gibt es sehr viele Leute, die einen Pilot drehen. Also ein Pilot ist eigentlich die erste Folge von einer Serie. Und dann wird er gedreht und dann wird er an einem Publikum gezeigt. Also an einem. Ey, das finde ich krass. Ist das, was ich mal gesehen habe? Das habe ich nur in Amerika gesehen. Bro, eiskalt, wenn das ist, noch kurz. Sachen, die. Bevor sie rausgehen, werden an irgendwelche Leute, die gerufen werden, in einem Raum gezeigt. Und dann ihre Meinung wird einfach sehr gewichtet. Genau. Weil das einfach durchschnittliche, keine Ahnung, ja, Zuschauer sind. Man nimmt zum Beispiel so seine Zielgruppe, oder man sagt, unsere Zielgruppe ist, keine Ahnung. Gen Z zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder in dem Publikum sind natürlich auch andere Menschen, wie zum Beispiel Film-Executives, also weißt du, die Produzenten und so. Oh.
und ich weiß jetzt auch nicht, ob es immer noch voll so ist, aber grundsätzlich, ja, das nennt man den Pilot, das ist ein Pilotflug. Man zeigt die erste Folge und wenn dann die erste Folge nicht gut ankommt, dann kann sie das cancelt. Krass. Oder? Und das Problem dadurch ist das, stell dir vor, du bist Schauspieler, also seit Jahren am Struggle und jemand kommt zu dir und sagt dir, ey Bro, du bist Hauptrolle von dieser neuen Serie. Mhm. Bruder. Du wirst Boden vor deinen Füßen. Bro, aber stell dir mal vor, du bekommst es und was willst du machen? Das Erste, was du machst, stell dir mal vor, du bist seit Jahren am Kämpfen zum Schauspieler sein, jemand kommt zu dir und sagt dir, ey, da Hauptrolle. Ja. Nachher gehst du an Dreh. Du siehst deinen Schauspielkollegen, du siehst riesen Crew, du performst. Was ist das Erste, was du machen willst? Nach, also während dem Performen oder? Vor oder nach dem Drehen. Meine Liebste Bescheid. Ey, I made it. I made it, Bruder. Ja. Yeah. Nachher, Bro, alle sagen, ey, Tom Cruise. Die Leute fangen schon weiter zu erzählen, andere Leute. Genau, und nachher, du machst deinen Pilot, dann sagen sie, ey, nein, ist nicht gut angekommen. Die ganze Produktion, fertig. Ja, nimm mal das, steht davor, deine Kollegen sagen, hey Bro, du hast doch vor einem halben Jahr mal gesagt. Voll. Und nachher sagen sie, ja, was passiert? Ein Netflix-Star, was läuft? Ey, Bro, sie haben es abgesetzt wegen. Ey, keine Ahnung. Es ist nicht gut angekommen, Bro. Ukraine, Krieg und so, Bro. Voll, du weißt, momentan schwierig. Krieg und Inflation, Deflation, du weißt. Bruder, das ist schlimm. Aber eben, was ich jetzt gerade mache, ist, im Seminar, also in der Schule, habe ich den Auftrag, oder die Klasse hat den Auftrag gehabt, du musst einen Film machen. Du darfst machen, was du willst. Du hast ein Mentor. Weißt du eigentlich, was andere für Filme machen? Ja. Was gibt es so für Filme? Bro, es ist schwierig. Was sagen wir so, gibt es Filme, die auch mich würde ansprechen? Das ist eine sehr gute Frage. Was keine Kritik ist, dass sie das nicht machen, einfach weil... Ja, es gibt auch Geschmäcker, oder? Yeah. Und ich würde jetzt behaupten, du bist jemand, der Genre-Kino gerne hat. Das heisst, kann ich zum Beispiel... Du schaust gerne einen Film, der ganz klar in ein gewisses Genre reingeht. Ja, yeah, zum Beispiel. Kein so Mittelalter. Mittelalter oder weißt du? So, ja. Ein Film, der für die grosse Masse gemacht wurde. Yeah, was ich auch ein riesen Fan davon bin. Also Transformers heißt mich. Genau. Zum Beispiel. In unserer Klasse dieses Jahr werden viele verschiedene Sachen gemacht. Es werden zum Beispiel. Also die meisten machen einfach einen Kurzfilm. Oder? Und ich weiß zum Beispiel, einer hat das Konzept gehabt, dass er eine Komödie machen ein bisschen, über eine Person, die eine Wohnung sucht in Luzern. Okay. Und dann geht die Person an eine Wohnungsbesichtigung. Ja. Yeah. Und die Leute, die Wohnung anbieten, sind anscheinend sehr weird. Dann noch ein lustiges Konzept. Genau, ja, oder das ist das Konzept, das ich gehört habe. Voll. Ein anderer macht einen Film über ein Mädchen, wo jedes Mal, wenn sie furzt, passiert irgendetwas. Also zum Beispiel kann ich eine Gondel geht runter oder Lawine oder was weiß ich. Bro, okay. Lust, nie mehr furzen. Nie mehr furzen. Also Lust. Frau furzen. Ja, genau. das sind jetzt zum Beispiel zwei komödische Inhalte, oder? Ja. Yeah. Dann ein anderer, ein guter Freund von mir, will einen Film machen über eine Boxerin. Mhm. So, wo... Der hat wahrscheinlich einen Winter, ja. Genau, in der Thai-Boxer stand natürlich. Es gibt ganz viel, also das Seminar, wo wir drin sind, das ist ein fiktionales Seminar. Also du machst Filme, die fiktional sind, also keine Dokus. Ja, yeah, okay. Auch kein essayistischer Film. Genau, und ich habe mir einfach gedacht, ich kombiniere das. Ich habe schon lange eine Idee für eine Serie. Was ich jetzt mache, ist, ich drehe in diesem Seminar den Pilot für meine Serie, die ich drehen will. Yeah. Und nachher gehe ich mit dem Pilot dann zu verschiedenen Produktionsfirmen. Und pitche das. Und pitche das. Okay. Ich sage, ey du pitch. Ey du pitch, schau, ich habe einen Pitch für dich. Ich habe einen Pitch für dich, du pitch. Genau. Es gibt einen so nicht lustig. Es gibt einen Nein. Insta oder TikTok regt mich so auf. Ich komme immer das über. Einfach so, keine Ahnung, Midlife-Crisis, 40, 45. Und es ist irgendwo draußen in der Natur. Und sie tut Sachen sagen, die sich reimen und tanzt dazu. Aber es ist so cringe. Sie sagt, hey, have you seen Kate? I haven't seen Kate. Kate is sometimes late. Weißt du, so, oh ey, Bro, und da macht er so Bewegung und ich so, ey, kein Interesse da, ich weiß nicht, man, zeig mir keinen Halt mehr von dem. Ich hasse TikTok. Ja, ich hasse auch TikTok und Social Media. Gut. Wolltest du mich fragen, was mein Konzept ist? Ja, was ist das Konzept? Danke für die Frage, Bro. genau, ich wollte eine Serie machen über ein Handy laden. Ja. Yeah.
Und dort drin arbeiten die Leute. Mhm. Oder? Und der Hauptdarsteller. Ah, wird schon so einen Sunrise-Flughafen-Shop? In dem Stil, genau. Okay. Wir haben schon einen eigenen Shop. Geil. Also wir haben einen Shop gefunden, wo wir drehen dürfen. Und ich habe mega geile Leute, die zum Beispiel Production Design machen. Also wir haben das Logo erstellt. Geil, geil. Wir haben uns Farben ausgewählt und jetzt wird der ganze Laden quasi umgebaut für die Serie. So geil. Also natürlich in sehr klein, aber wir tun überall das Logo an, wir tun alles andere abdecken. Wir haben mit den Kleider designen für die Mitarbeitenden. Also wir erstellen eigentlich einen fiktionalen Laden. Ja, voll. Oder eine Kette. Und das Ding ist, der Hauptdarsteller schafft in dem Handyladen und er denkt, er ist zu gut für das. Also er ist zu gut für deine Rolle oder zu gut für den Job? Nein, der Charakter denkt, er ist zu gut für den Job. Ah, okay, er denkt, was mache ich da? Also, was soll ich da Handys verkaufen? Yeah. Und er ist umgeben von Leuten, wo Karriereleiter wenn du aufgehen. Karriereleiter wenn du aufgehen, genau. Yeah, das ist der Witz. Und der Chef ist einfach so ein. Der Chef und der Stefan sind einfach so zwei Nuttenkinder. So hey, Chef, das ist mir irgendwo bekannt vor, ja? Absolut. Absolut. Aber das ist gut. Was muss das für ein Trauma sein, dass du das verarbeitest in der Serie, Alter? Bruder, ich sage dir etwas. Meine Erfahrung in dem Bereich, das ist Gold wert. Ja, ja, weil ich merke es an meinen Schauspielern, die ich jetzt ausgewählt habe, oder Rolle, die ich geschrieben habe. Ich merke einfach, dass es wie so, es bringt etwas, dass ich das erlebt habe. Ja, ja, fix. Und ich schaue es ja auch ein bisschen lustig an, weil ich, der Hauptdarsteller in meiner Serie, ist jetzt auch nicht der geilste Sieg. Ja, ja, fix. Weil er wird auch dargestellt als so quasi, Bro, beruhig dich. Ja. So, weil er denkt auf sich selber, er ist so krass, was mache ich da? Aber ist er arrogant krass? Das ist ja sowieso, er ist für sich so, hey, was mache ich da? Aber er ist immer noch freundlich, weißt du? Ja, er ist schon freundlich, aber er ist zum Beispiel, du merkst an seiner Haltung und wie er mit anderen redet, dass er schon so denkt, jeder, der will Karriere machen, ist ein Opfer. Aha, okay. So, okay. Das ist natürlich spannend zum herausfinden, oder? Das ist auch spannend zum das erforschen, so mit diesen Charakteren zusammen. Auf jeden Fall, es gibt sehr viele lustige Szenen, so, weil ich habe auch wirklich Spass gehabt beim Schreiben, ich so. Mhm. Wirklich so. und jeder, der ich das Drehbuch gezeigt habe bis jetzt, hat wirklich gefunden, geil, so huere lustig machen wir. Und ich habe jetzt das Ensemble, ich habe wirklich 9 Schauspieler. Geil, geil. Innen. Und. Nein, 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 nein. Dankeschön, ich habe den Knopf nicht drauf. Ich habe drauf. Voll, Bro, und es wird wirklich lustig, glaube ich. Und wenn es gut läuft, dann kommt die Serie dann irgendwann mal. Also, dann, wenn es gut läuft und der Pilot gut ankommt, dann drehen wir natürlich alles nochmal neu. Geil. Die ganze Staffel, aber das ist Zukunftsmusik. Geil. Ey, ich würde unbedingt, weißt du, will ich von dir, von Jona, von meinem Bruder, von Davide, von Felix, von so vielen Leuten. Bro, ich habe schon 4 Leute aufgezählt, die bei einem und gleich unter einem gesessen haben. Ja, ja. Und wegen euch, also, ich so bin. Ich würde das wünschen, es wäre richtig geil, ob es in der Woche oder im Moment passiert, aber 1-2 Tage oder eine Woche würde ich gerne im Verkauf arbeiten, so, wenn es geht Handy, dann 1-2 Tage oder eine Woche würde ich gerne Taxifahrer arbeiten, Bro, Uberfahrer. Und das sind alles so Berufe, wo ich weiß, wo nur erträglich sind, wegen den Leuten, die in den Laden kommen. Ja. Während die Leute, die in den Laden kommen, oder halt auch das Team, so halb so komisch oder so, keine Ahnung, so cringe oder was auch immer, gibst du das nicht. Sagen wir, du hast jeden Tag nur Senioren, wo du musst sogar erklären, nicht böse gemeint, wo du musst sogar erklären, wie man das Handy entsperrt zum Beispiel. Irgendwann mal nach 1 Monat ist vielleicht die Schnurre voll. Mhm. Aber so in dem Umfeld, wo ihr es gehabt und wo ihr es auch erzählt habt und so, wie ich es eben auch mitbekommen habe, brauche ich unbedingt mal in so einem Handyverkauf schaffen, weil was du dort für Sachen mitbekommst und auch siehst. Und ob das jetzt Kunden sind im Team, Geschäft, was auch immer. Es ist unterhaltend. Bro, look, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber ich kann dir mal das sagen. Das Beste und das Schlimmste an diesem Beruf sind eigentlich Kunden, aber auch Mitarbeiter. Ja. Aber zum Beispiel, look, Bro, wenn ein Kunde zu dir kommt und von dir Hilfe will, um sein Handy einrichten, Bro, es ist mein Job. So, fix. Weißt du, kein Problem, Bro. Aber es geht um die Art und Weise. Einmal ist einer zu mir gekommen und hat so gesagt, wenn ich auf Facebook drauf gehe, siehst du oben meine Bilder. So, von meiner Camera-Roll, weißt du, von meiner Galerie.
Und ich habe ohne Scheiß 40 Minuten damit verbracht, um mir zu erklären, das ist nur eine Vorschau. Facebook hat so eine Vorschau gehabt und gesagt, oh ey, lad doch deine Bilder auf. Yeah. Und ich so, ich will das nicht auf Facebook. Bro, ich so, look, dann lösch es. Dann sagt sie, nein, löse mir das. Dann habe ich da oben gesagt, so, statt da Facebook. Ja, ey, gewisse, statt da oben Facebook. Ey, gewisse sind so dreist und so frech. Oder eben, es kommen die Leute, Bro, look, das ist geil. Look, wir machen jetzt ein Rollenspiel, Bruder. Okay. Okay, also, bist du bereit, du bist Verkäufer. Okay. Ich komme jetzt rein, in den Laden. Okay. Grüezi, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Grüezi, das ist mein Festnetztelefon. Ja, was funktioniert mit dem Telefon? Wir können keinen anrufen. Okay, aber Sie können gegen uns anrufen? Wir können keinen anrufen. Okay, dann seit wann kann ich nicht keinen anrufen? Mein Enkel versucht mir anrufen und es geht nicht. Okay. Machen Sie, dass es funktioniert. Findet Sie das lustige Situation? Kommt und flattert ihn nicht. Und flattert ihn nicht. Bruder, und vor allem, was du jetzt eigentlich musst sagen ist... Yeah. Ja, Verständnis zeigen und noch mehr... Aber wie willst du mir helfen? Wie willst du mir helfen? Yeah. Weil das Festnetztelefon, es muss daheim eingesteckt sein. Yeah. Und nachher sag ich am Kunden, oder komm bitte jetzt mal Rolle weg, jetzt bin ich der Verkäufer. Yeah. Also, kleine Noten. Nein, ich sag dir dann so, look, das Problem ist, um das testen können, oder, brauchen wir einen Festnetzanschluss bei ihnen daheim und wir müssen herausfinden, ist das Gerät kaputt? Dann haben sie das Problem mit dem Anschluss. Yeah. Jetzt tue ich das bei uns einstecken und wenn es bei uns funktioniert, was es wird, vermutlich, dann sind wir, oder? Sie müssen eigentlich mit der Hotline macht mehr Sinn. Kontakt aufnehmen. Was ist deine Antwort? Ich bin ja da bei der Swisscom. Voilà. Oder, also theoretisch Swisscom, es können auch ein anderer Laden sein. Oder, sorry, ich bin da ja bei einem Geschäft. Genau. Vor dann, Ort. Oder, und die Geistantwort, weil er hat auch recht, Bro, aber die Geistantwort ist, wie soll ich die Hotline anrufen, wenn mein Festnetztelefon nicht geht? Jetzt ist der Berner der Nutzer so. Bruder, du hast recht, aber was soll ich machen? Also weißt du so. Bro, so Sachen, oder? Kann ich. Bro, einfach ihnen so simple Sachen erklären. Ich mache sie eigentlich gern. Aber er kommt zu mir und sagt so. Wir können keinen anrufen. Ich schaue, okay, er hat nichts störend drin. Erkläre ihm jetzt. Ich sage, sie sind das Mündli. Und wenn das drin ist, dann kann sie niemand erreichen. Das ist nicht so. Ich will das nicht. Ey, Bro, mit Menschen zusammenarbeiten, egal in welchem Bereich, egal, sobald du mit etwas musst arbeiten, wo das Fleisch besteht, wo ein Puls hat und wo es funktionierendes Hirn hat, Bro, keine Chance. Keine Chance, dass du nicht ausrasten denkst und zusammenschlagen. Ich habe in der IT geschafft. Ich bin ein geduldiger Mensch und mega ein lieber Mensch. Mhm. Und das habe ich oft an den Tag gelegt. So, ich habe so für alles Verständnis gehabt, Bro. Manchmal sogar habe ich sogar Freude gehabt, weil ich dachte, weißt du was, ich habe jetzt einfach 2 Stunden mit dem Verteidiger dir erklären, was Control-Delete ist. Mhm. Aber juckt, ich würde dir zahlen, was ich mache. Bro, und dort habe ich auch schon alles erlebt. Ja. Alles. Dort ist nochmal etwas anderes, weil. Bei einem Geschäft habe ich auch noch so ein bisschen. Bro, ich habe in einem Geschäft gearbeitet, wo der Chef so der. Wie soll ich das sagen? Bro, du hast so. Also, es sind 2 Geschäfte, aber das, was ich jetzt rede, ist so ein kleines gewesen, wo du. Der Classic, wo so kein 50% des Praktikanten bestand ist. Der gute Kununu bewertet. Ja. Der Gute, wenn einen Negative gemacht hat, hat er dir angerufen und mit Anwalt droht, weißt du, obwohl es nur legitime, echte Bewertung ist. Bro, und bei dem, habe ich einmal müssen, ich überlege, ich habe jetzt einen Blackout. Sag mir das sagen, Mann. Geschäft, kleines Geschäft, da haben seine Freundin dort geschafft. Egal, was haben wir. Ich greife es immer wieder auf, aber einfach, wenn du mit Menschen schaffst, Es ist nur ein Kopfweg. Vielleicht an die, die das hören. Ich habe ein paar Berufe, wo ich gerne mal wieder so ein paar Tage arbeite. Mhm. Ich habe auch wegen Dings, ich habe schon in der Pflege gearbeitet und so eine Woche oder so. Wegen was? Wegen Zivilschutz und ich habe schon in der Pflege. Ja, wo? Bro, im Winti. Also gut, man muss schnell sagen, Bro, Zivilschutz in der Pflege heisst ja, du spielst Schach mit den Leuten.
du darfst ja nicht also machen. Gut, was ich gemacht habe, ist damals Grundausbildung gewesen. Und zu der Grundausbildung gehört, dass eine Woche in ein Seniorenheim gehst. Aber du darfst ja nichts Medizinisches machen, wie Medikamente geben oder Spritzen. Oder. Sie haben damals gesagt, weißt du, bevor quasi in das einwöchige Praktikum gehst, hast du eine Woche Theorie. Ja. Und dort sagen sie, hey, look, nächste Woche sind wir unterwegs, um das, was sie da lernen, auch umsetzen. Keine Angst, wenn ihr im Altersheim sind oder wo auch immer ihr sind, ihr müsst nicht körperlich in die Kennung nahe sein, irgendwie zum Beispiel, jetzt blöd gesagt, die Person putzen oder die Person Ahnung, zum WC begleiten, überhaupt nicht, müsst ihr nicht, weißt du? So, das ist nicht die Erwartungshaltung von euch. Ich bin dort, ersten Tag, ich komme an, nach 3 Stunden, irgendwie nach 2 Stunden, wir gehen sie so, jetzt sind wir der Baden. Nachher ich so, wer? Sie so, der? Nachher ich so, ah, sie so. Nachher macht sie der, weißt du? Oder traust du dir nicht zu? Ach schon. So, hä? Ich hätte dir gesagt, nein. Ich habe gesagt, ich so, ey, ich sage dir ganz ehrlich, mir traut das nicht zu tun. Mir ist einfach gesagt, man muss es nicht machen. Mhm. Aber nicht, dass ich mir zu fein bin, weißt du? Was hättest du gemacht, wenn er so gesagt hat, weiter, aber? Das ist deine Kamera, mich angemacht hat. Geil. Sie hat so. Bro, sie hat so. Nein. Okay. Sie hat so. Eigentlich wurde herzig und auch schade. So am 3. Tag oder 4. Tag hat so Dings geläutet, weißt du, wie so kenne ich, so der Pager, das Zimmer hat geläutet, du musst vorbeigehen und alles im Setzen, sie so geht doch du vorbei. Bro, ich gang geschminkt. Was geschminkt? Sie ist geschminkt? Ja, sie ist geschminkt. Ja. Und ein bisschen, nachher, sie so, ah, dann ich genau den bekommen, den ich hätte wählen. Und ich so, und Bro, ich nehme es ein bisschen mit Humor, weißt du, weil, Bro, ich weiß nicht, wie lange die Leute schon dort sind. Wenn sie sterben? Ja, dort wirklich, in dieser einen Woche habe ich alles erlebt. Ich habe einen kennengelernt und am nächsten Tag ist er gestorben. Ich bin angemacht worden von einer, was auch lustig war. Ich habe dort Welten, Bro. Es sind einfach, ich habe serbische Dings kennengelernt und serbische Brüder, wo eigentlich frisch dahin kommst und du regelmäßig am Weekend gefeiert hast. Also, oh, fuck. Also, aber jetzt bin ich da, weißt du, ich habe mich beruhigt. Er sagt, ich will ein neues Leben. Ich so, geil, Bro, in der Schweiz. Er so, ich will ein neues Leben. Er so, lauf doch Fußball. Ich so. Bro, stell dir mal vor. So, also ich meine, der Pflegejob ist ja etwas, was ich niemals würde machen, weil das meiner Meinung nach einer der schwierigsten Jobs ist, die es gibt. Hey, einer von denen, wo kannst du berechtigt sagen, wieso verdient ihr so wenig? Ja. Aber er hat mir früher geklatscht. Ich will gerade sagen, aber eigentlich, wir haben vor 2 Jahren geklatscht, ja, also vor 4 Jahren sogar. Also, wir haben jetzt ein bisschen. So lange, dann schauen wir wegen der neuen Pandemie. Ja, und sonst eben, kann ich schon nochmal klatschen. Das ist ein bisschen. Nein, Bro, das Problem ist eben, in der Pflege, du schaffst, du begleitest ja, also vor allem ich als, wie heißt das? Fachfrau Geländewagen. Fachfrau Gesundheit. Ja, das, VG, genau, als VG bist du ja oft mit betagten und älteren Menschen, oder? Ja. Das heißt, du begleitest die Menschen ja quasi ein bisschen so in den Tod. Ja. Oder in den letzten Jahren, weil ihre Kinder keine Zeit haben zum Unterstützen. Ja, also was ey, ehrlich gesagt nicht so als Kritik sollte kommen, Bro, weil safe. Also ich würde bis zu meinem letzten Atemzug für meine Familie und meine Eltern da sein und schauen, dass es ihnen gut geht. Aber irgendwann kommt schon an den Punkt, wo du zum Beispiel Frau, Kinder hast. Mhm. Und für mich, Bro, immer bei mir. Mhm. Bleibe bei mir, bis ihr die Welt verlässt, kein Problem. Aber ich glaube, für viele Familien ist das doch noch extrem schwierig. Ja, also es ist eine Kritik am System, Bro. Ich verstehe natürlich. Ah, sorry. Nein, ich verstehe natürlich. Aber ich meine, wir haben das System auch so aufgebaut, das Kapitalistische, dass wir wie so sagen, okay, du bist ein Teil von der Gesellschaft, solange du Geld verdienst, solange du etwas bringst. Und sobald du in der Rente bist und dann in den letzten 10 Jahren, wo dann nachher schwierig wird, dass du auf dich selber schaust. Ja, das ist schon heavy. So verpisst dich jetzt in das Sterbehotel. Ja, so. Vor allem kein Gang. Was kommst du, wenn du nur die AV? Knapp 2000 Rente. Ey, zu geil. Ja. Zu geil, richtig Schweiz voll. Aber es ist ja geil, weil wir helfen dir in Thailand. Das ist ein Skandal, den ich nicht checke. Aber jetzt sind wir wieder uralt springen. Bleiben wir schon beim Thema. Genau, Pflege wäre eigentlich so ein Job, wo ich mich nicht antun kann, weil eben
Ich glaube, es ist sehr ein erfüllender Job, weil du hilfst vielen Menschen und du begleitest sie in den letzten Moment. Aber ich glaube, die meisten Ärztinnen sind absolute. Die Huren. Also weißt du, wie sie umgehen mit dem Pflegepersonal. Ja, ey, das könnte sein, ich weiß nicht, es sind vielleicht Leute, die zuhören und in der Pflege arbeiten, ich kann mir erzählen. Ich glaube, es gibt viele Geschichten. Ja. Also ich von einem Mensch, den ich weiß, ich weiß halt jetzt nicht, ob das Gesamtkonstrukt so rund um ihr Leben vielleicht auch nicht so schön war. Aber zum Beispiel Cisa weiß ich, sie hat ja da nachher gekündigt, sie hat ja nachher aufgehört und so. Und das ist, glaube ich, eben, ob das ein weiterer Faktor ist oder ob es vielleicht einfach zu viel war generell, weiß ich nicht. Aber ich habe auch schon, was man absolut nachvollziehen kann, wenn man sagt, ey, Bro, der Job ist nicht weit von nichts, kommt es ja nicht irgendwie. Man sieht es, Bro, die Leute gehen da kaputt. Oder? Jetzt stell dir mal vor, du bist jemand am Pflegen. Mhm. Seit 8 Jahren begleitest du die Person in der letzten Phase des Lebens. Du lernst viel von dieser Person, du hast eine Beziehung aufgebaut, weil ihr witzelt viel. Und Bro, irgendwann sagt sie dir so, hey, ich merke, so in einer Woche ist vorbei. Mhm. Und wir haben wirklich eine gute Zeit gehabt und ich bin froh, dass du mich begleitet hast und kannst du einfach einmal gottlos in den Butter, so bevor ich stirb. Würdest du machen? Nein. Nein, Bro. Ich habe da jetzt noch etwas Krasses, aber nein. Nein. Also das ist, ganz ehrlich, das ist auf meinen Plan, um irgendwie nicht mehr so broke zu sein, drauf. Für Geld. Ja, ich gebe zu, es ist nicht weit hergeholt. Aber stell dir vor, aber es ist eine von der letzten Optionen. Also eine, die Cash hat und alt ist, ist eine von der letzten Optionen. Ja, aber ich meine, es gibt ja viel, zum Beispiel, also ich stelle mir einfach vor, Bro, du schaffst seit Jahren, du begleitest die Person und das ist einfach der letzte Wunsch, Bro. Der letzte Wunsch ist, dass sie sagt, ihren Wort, hey, ich hätte gerne mal so einen exotischen Bestieger. Ja. Hey, Bro, schön, dass dich das Exotische interessiert. Ich bin vergeben. Ich will noch den Ring zeigen, was auch immer. Also bist du verlobt jetzt, oder? Dann damals, was haben wir? Dann damals, Dann damals, dann Deutsch. Einfach dann, wenn es so weit ist, nehme ich mal an. Und. Yeah, wartest du auf den Antrag? Nein, und dann würde ich. Und dann würde ich. Aber schnell und anständig, wenn ich bin, mein Handy sagen? Führen. Viele Leute sind doch nicht zu weich zu mir. Nein, würde ich sehr schnell mein Handy führen, nach einem Nachnamen gehen zum Beispiel und sagen: Schau da, 5 Cousins, die sofort würden direkt exotisch gehen. Win-win! Die würden exotisch gehen. Geil. Keine. Okay. Und. Ja. Nein, ist gut, ich verstehe. Okay. Du? Ja. Also, ich meine, wenn ich natürlich dann damals. Nein, Bro. Weißt du, überlege ich mir letzte Zeit oft. Auch weil ich nicht schon gesehen habe. Ja, es ist mich wunder, was jetzt Thema ist, was das Thema ist. Themawechsel, ja. Es ist mich einfach wunder, weil, wie kommst du jetzt auf das? Aber ja, erzähl. Ich weiß nicht, wie ich jetzt auf das gekommen bin. Okay. Das ist eine gute Frage. Geil, also jetzt am Kicken. Aber. Letzte Zeit, ich mache mir immer wieder Gedanken. Was ist deiner Meinung nach unser schlechtester Podcast? Ganz ehrlich. Für mich? Ja, für persönlich? Deine Meinung? Ganz klar. Ja. EAZ Noah. Okay. Für mich ist es Nicole Wedi und Christian Fasnacht. Das ist nicht Christian Fasnacht. Sorry, doch. Nein. Das ist der Fasnacht, sorry. Oh mein Gott. Das ist jetzt peinlich. Ja. Das ist wirklich peinlich. Sorry. Er hat bei Basel gespielt. Bro, das ist schon gut. Cedric Gitten, ich weiß. Aber jetzt kannst du das sagen, das ist nicht gleich. Ja. Nein, Spaß. Tut mir leid, morgen früh, ich bin noch nicht so ganz wieder. Er hat auch kein Wort gewechselt. Ja. Also, hätte auch können, aber für mich persönlich, aber also, es ist schlecht, weil ich es aus meiner Sicht, ich bin max enttäuscht auf mich selber. Also es ist ja schon für dich ist es vielleicht ein ähnlicher Moment wie für mich, wo der Manilio im Podcast war, oder? Ich habe das Gefühl, noch krasser, weil ich habe letztens wieder gesehen, ich habe mit ihm geredet und so, mit dem Nico. Der Krigi, Und, Bro, ich habe das... Also sind wir jetzt per Du? Ja, wenn es um das Thema Fußball geht. Hast du ihm gesagt, hey Niklas? Also Bro, beim Thema Fußball, ich weiß nicht, ich merke nichts. Nichts hat mehr Passion im Leben ausgelöst als Fußball. Ja. Wenn ich bei diesem Thema ankomme, Bro, ich will einfach wie so ein Kind, Mann. Also man muss schnell sagen, oder? Zwei Sachen, finde ich. Das erste, deine, und das sage ich jetzt nicht aus meiner Sicht, sondern aus der allgemeinen Sicht, deine Veränderung von Hosten
von dann bis jetzt ist ja absolut spürbar. Ja, sehr. Oder? Also, das kannst du ja auch sagen. 100%. So, ja. Dort sind wir ja recht am Anfang und ja. Jetzt hast du ja viel mehr Erfahrung. Ja. Gesprächsführungserfahrung. Fix, ja, ja, 100%. Das haben wir, ja, ja. Sorry. Und zweitens, Bro, du hast eine sehr geile Frage gestellt. Ja, aber dort haben wir einen Druck gehabt. Also ich habe mir vor allem Druck gemacht. Ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, dass Bro, es ist ein Thema, das ich liebe und lebe. Mhm. Und da stehen zwei gegenüber von mir. Bro, stell dir das schon vor. Ja. Soll ich dir das sagen? Stell dir vor, einer von denen, also du liebst Film machen und Film, also du liebst Film drehen. Mhm. Du liebst Film drehen. Nicht Film schauen, Film drehen. Ja. Und einer von denen, der sehr gut ist, sagt, ey, weißt du was, ich wäre voll dabei, mal mit dir reden im Podcast. Mhm. Und dann sagt er wie so, ey, Bro, fuck, wir sind da gerade ZFF. Okay. Yeah. Und sagt wie so, Bro, komm doch vorbei in mein Hotel. Mhm. In dem Hotel sind auch andere dergleichen. Ja. Also du bist nervös gewesen. Max. Mhm. Max. Mhm. Bro, wie hat er auf die schnell? Also wir können jetzt schon droppen, schon jetzt so lange her. Ursprünglich hat es geheißen Nicole Weidem Brelembolo. Mhm. Nachher ist ich so der LWD Dunde gesehen, also Bro, der Embolo noch pennen und so, weißt du? Der Bre. Ja. Er ist noch pennen. Ich so easy, wie hat er einfach. Ich habe verständlich, sind das die Kollegen auf locker schnell, Bro. Er so, ich tue halt fragen, wer gerade wach ist und dumm ist. Ja. Ja, King. Und dann haben wir einfach einen von eBay bekommen. Aber das ist halt passiert. Aber nein, Spaß. Bro, aber, sorry, schnell. Yeah. Ganz kurze Zwischenfrage. Ja. Yeah. Ja, ja, sind am Marsch. Also eBay ist doch wie 14 Mal Meister geworden. Bro, oder? Ich weiß nicht wie viel mal, aber ich sage. Aber schon so um das rum, oder? Einfach letzten paar Jahre sind es um, Max. Ja. Bro, ich sage dir immer wieder, das ist nicht überraschend. Ja, weil jetzt ist eBay auf dem letzten Platz, oder? Ja, ja. So eins unter Winti. Aber es ist Champions League, ja, ja. Eins unter Winti. Ja, ja. Thai Boxer steht. Sie haben, das Lustige ist, der Trainer, also letztes Jahr hat ja Winti gute Saison gehabt. Sie sind ja sogar fast in der Top 6 oder so. Und der Trainer hat einen guten Job gemacht. Ja. Und nachher eBay so immer noch neuer Trainer. Aha. Der von Winter hat es gut gemacht. Nur der von Winter. Ja, war so. Jetzt haben sie ihn gekickt, gerade vor, also letzte Woche oder so. Aber du hast kein Problem mit eBay? Nein. Ja, weil es gibt ja Vereine, mit denen du Probleme hast. Nein. Nicht? Du liebst alle Vereine? Liebe ist etwas anderes. Du findest alle Vereine cool? Cool ist etwas anderes. Du hast kein Problem, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ich überlege, ich tue jetzt mal spontan einen Drop. Okay. FC Basel? Ich finde nicht so ein cooler Verein. Nicht so cool. Aber du willst an den Match gehen. Also, wenn Zürich spielt, dort, ja. Aber du willst einfach gehen, zum Beispiel. Es ist ja Fußball, das ist deine Passion. Ey, ich finde, ein Verein, der von der Pharma-Riese in Katz. Ja. Der Katz in Kudo. Ja. Weniger mies. Okay. Lieber habe ich eine Familie oder ein Sperli, die durchdreht ab und zu. Ja. Und wo jedem event ihren Hund mitnimmt. Die haben auch so etwas. Aha. Ein Verein, der von so etwas gepusht wird. Also auf wer spielst du? FCZ. Aha, keine Ahnung. Kanepas, Herr und Frau Kanepas, die sind die. Okay, ich check keine. Okay, ja, auf jeden Fall. Aber in dem Fall, grundsätzlich, alle Schweizer Vereine für fast alle, ja. Sind entweder cool oder geil oder cool, nicht so. Oder sicher ein Fußball spielen, ja. Okay, also dann bist du Fan von FCB? Nein. Fan nicht, Bro, Fan nicht. Aber du findest halt sicher nein, aber was ich kann sagen, ist, es hat, ich wiederhole es gerne nochmal, ich habe es in der Folge auch schon gesagt, es hat easy viel Kennex und easy viel Kurde in Basel und wegen Kurde, Bro. Salam alaikum. Okay. Ich sage jetzt mal einen Satz und du kannst entscheiden, wie er endet. Oder du kannst auch einfach eine Farbe sagen. Okay. Wir können gerne, aber ich weiß schon, was in uns läuft, ja. FC Basel ist? Wow, Bro, meine Fantasie spielt gerade verrückt. Also ich kann so viel sagen. Also ist gut, aber ich sage jetzt mal ganz anständig, weil es ist ganz links. FC Basel ist hoffentlich in den nächsten paar Jahren auch mal zweite Liga. So, okay. Aber fair. Dort haben wir es jeder durchgegangen. Ja. So, und ihr solltet auch. Also das ist sicher gut. So, it was amazing. Kann ich nur empfehlen. Zeit von Experience. Keine zweite Liga. Aber ja, zurück zum nicht Hauptthema, aber zum vorigen Thema. Wie kann das sein, dass ein
Verein wie IB Tabellenletzte ist. Ich verstehe Fußball eh nicht. Ja. Wie kann das sein? Bro, Fußball ist heute so monisch so. Ganz einfach erklärt. Bro, Sion. Bro, heute Fußball ist heute so monisch so. Verstehst du? Also, wo Zürich Meister wurde ist. Ja. Was ist passiert, Saison drauf? Ich glaube, sie haben kämpfen. Ab. Stieg. Gegen den kämpfen, ja. IB ist auch immer wieder Meister geworden, hat nie wie nennen wir das? Barackenspiel? Schabrackenspiel? Schabracke, ja. Das. Ja. Barackenspiel. Sorry, Barasch. Ah. Aber es gibt's ja nicht mehr. Sorry für den Fußballtag, aber... Ja. Hast du das lustig gemacht über mich? Nein. Es gibt immer wieder gibt's der Classic. Ein Verein steigt auf oder wird Meister oder so. Mhm. Und dann Saison drauf, geht wieder Trash. Es ist Fußball, es ist normal. Es sind Menschen am Werk, Bro. Und solange Menschen am Werk sind, kann es immer wieder passieren, dass es nicht läuft. Und das ist normal. Das ist normal. Ich hoffe einfach, dass der Wind nicht absteigt. Mhm. Aber es sieht nicht gut aus momentan. Rein zur Außenstehenden Sicht, ich habe nicht das Spiel verfolgt. Vielleicht mache ich auch meine Fresse auf und keine Ahnung. Ich schreibe es mir. Aber wenn die Fans sind. Aber ich habe das Gefühl, der Trainer kann nichts. Ich habe das Gefühl, langsam aber sicher mal Ausschau halten nach dem nächsten, weil wenn IB anfängt Fahrt aufnehmen, Bro, dann wird nicht nochmal 3 Spiele hintereinander, dann wird er ein gutes gehen. Ja. Über was haben wir geredet, bevor ich mit IB reingegangen bin? Ah, über schlechtes Podcast, und dann hast du gesagt. Genau, ja, also für mich ist der schlechteste Podcast einfach der mit Nicole Wedi und Cedric Gitten, weil ich einfach enttäuscht von mir selber bin. Letztes Mal habe ich ihn ja gesehen und ich kann wieder darauf ansprechen und ich habe gesagt, ey Bro, ich habe es gerade nie gesagt. Ja. Deswegen, ich würde es jetzt schon machen, fangen sich zu Angesicht. Für mich, ich weiß nicht, wie es für euch war, ich habe gehört, ihr habt es lustig gefunden, ihr habt es cool gefunden. Vielleicht auch aus Anstand, aber für mich ist es ein Trash gewesen. Es war mega leid. Haben wir auch reingestresst. Yeah. Und dann im gleichen Atemzug gesagt, wieso, ich komme mal wieder vorbei, wenn es mal entspannter ist, weil es hat sich etwas bewegt in dem ganzen Zeug. Und dann hat er gesagt, also, ich kann schnell etwas essen, im Mit und Ohne. Und ich so, kein Englisch, meine Nummer. So irgendetwas. Also, du warst auch in Zürich gesehen? Ja, er ist am Geburtstag vom Kollegen. Ah, cool. Genau, und dann hat er gesehen. An deinen Kollegen, ja. Und dann habe ich schnell, nicht schnell, aber ich habe mal gemerkt, für eine Sekunde mich so allein gewesen, so, ich und er. Ja, und dann bist du so in den Fan-Modus reingekommen. Nein, aber dann ist es wurde komisch, weißt du, so, was, Bro, wenn ich mit dir allein bin und ich schaue irgendwo hin, was mache ich? Nicht, wir hängen, wir sind so, wie wir sind. Ja. Aber ich könnte unanständig sein. Und ich so, ja, was soll ich ihn fragen? Und ich so, wow, weißt du mich, wunder. Aber was hat er gesagt zu dem, dass du gesagt hast? Ich habe es nicht gesagt. Wie war es für dich? Ich habe es nicht gesagt. Ja, aber du hast jetzt gerade vorher gesagt, du hast es gesagt. Ich habe es ihm wollen sagen. Und nachher ich so, und ich habe die Frage, ich sage, Bro, heute ist Sonntag und eigentlich in der Regel spiele ich dir in den Tag. Also, Bro, ich habe gestern gespielt und ich habe jetzt 2 Tage frei. Ich so, Bro, krass, haben wir immer wieder frei und so. Also, ja, voll und so, vor allem wenn sie kommst, das und das, kommt er voll drauf an. Bro, es hat mich gerade wieder genommen und mich voll über das mal reden gewesen und dann voll vergessen, das andere zu sagen. Aber also du hast ihm gar nicht gesagt, ich habe den Podcast scheiße. Nein, ich bin voll wieder im Fußball drin. Ich bin voll, Bro, so, oh, krass. Ich so, Bro, ich hätte liebst alles wollen wissen, Bro. Ja. Ich will wissen, ob die Schuhe, die er im Training hat, auch die sind, wo er gut shooten geht oder was auch immer. Aber das finde ich spannend, weil ich habe ja, wo der Manilio da war, habe ich ihm auch sehr viele spezifische Fragen gestellt. Ja. So. Bro, zum Beispiel, es ist immer unterschiedlich von Verein zu Verein. Gewisse Vereine sagen ja, wieso, ey, Bro, bei uns, wir schauen voll auf dich. Ja. Das heisst, wenn du bei uns isst, du hast keine Soße für deinen Salat, krass. Du hast fast kein Öl oder ultra gesundes Öl, was auch immer so. Ja. Es wird voll geschaut auf Balance. Ja. Balance? Ja, Bro, in Türkei wurde mir Media letztes Jahr erzählt, im Podcast von Tobi. Ja. Er hat gesagt, er sagt, Bro, ich bin Antalya angekommen, Antalya hat mich verpflichtet. Mhm. Ich gehe nach dem Training in ihre Kantine, einen fetten Dönerspieß. Geil. Also ich bin von Deutschland gekommen, frisch, und in Deutschland haben sie auf Salat rausgeschaut und da kam einfach ein saftiger Döner rüber. Also Bro, nimm, bei uns ist so. Aber hat er gegessen? Ja, er hat gegessen, Bro, sicher, ja. Easy. Bro, wir sind ziemlich am Ende gekommen von der heutigen Folge. Ja. Weil ich muss weiter. Ja, fix. Wie on the run oder so. On the run, wie ume. Wie ume. Voll. Ich würde Abschluss machen, hast du noch irgendetwas dazu zu sagen? Nein, eigentlich nicht, nein. Gut. Nein. 2 Sachen. Erstens, ich habe einen Doc gemacht und sie mich wirklich wundern, wenn ich mir ein Feedback geben
Von dir warte ich immer noch auf Feedback, Bro. Du liebst Docs, meine scheiß Docs schaust nicht. Ich bro, ich habe schon länger keine Docs geschaut. Ich bin ein bisschen enttäuscht, Bro. Bro, ich schaue heute, ich schwöre. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich schwöre, aber ich schaue heute. Auf jeden Fall, die Doc geht um Musiker oder Rapper, die Väter sind. Und die Frage, die sich stellt, also ist... Also nicht Väter von den Rappers, sondern... Genau, sie haben Kind. Und die Frage, die sich in der Doc stellt, ist, wieso... was willst du besser machen als dein Vater? Und auch, darfst du, dass... den Luxus und den Traum verfolgen, von Musik machen, von Kunst machen, wenn du ja eigentlich Kinder hast. War spannend. Ist wirklich, also ich kann... Kann man sehr emotional vorstellen. Ist sehr eine schöne Doc, Bro. Ja. Und das ist mit dem Zen und dem Manilio. Zwei Leute, die ich auch schon länger kenne, darum... Voll. Auch zwei spannende Persönlichkeiten. Zwei sehr spannende Persönlichkeiten, darum habe ich das Gefühl, ich habe eine Berechtigung gehabt, um mit ihnen über das zu reden. Ja. So. Wir tun den Link unten, es ist Fatherhood. Schaut so, ja. Und bitte gebt mir Feedback in Form von Kommentaren unter dem Video oder schreibt mir. Es würde mich sehr interessieren, was ihr davon haltet. Und ja. Und danke euch fürs Zuhören. Ja. Wir haben uns, es hat sehr Spass gemacht. Es hat sehr Spass gemacht, ja. Noch etwas hätte ich. Ja. Der Classic. Erzählt deinen Liebsten, folge uns, like das Video auf YouTube. Aber viel wichtiger ist, ganz ehrlich, viel wichtiger ist, folge uns auf Spotify, bewerte uns, erzähl deine Liebsten von uns und folge uns auf Instagram. Wir lieben dich. Das ist kurz um den Morgen.